Hallo, meine lieben Fußballfreunde und herzlich willkommen zurück hier zu den Adventure Maps. Heute möchte ich mit euch, Timer läuft diesmal, möchte ich mit euch über eine Personalie sprechen aus der Bundesliga, nämlich Jerome Boateng. So, ich denke mal. So. Das ist falsch. Das ist falsch. Wenn ich da drauf bin, wo muss ich denn hin? Weil darauf bringt nichts. Gucken wir einfach nochmal. Okay. Jedenfalls Jerome Boateng. Warum möchte ich über ihn... ich guck mal was. Denn Jerome Boateng, so ungern ich es zugeben mag, und eigentlich ist er auch ein echt toller Spieler. Fällt es mir schwer zu sagen, aber ich glaube, seine Zeit ist vorbei. Okay. How should I gotta do this? Alles klar, und jetzt darauf. Und dann jetzt der Sprung. Oh mein Gott, ich hab's geschafft, ey. Und die ganze Zeit höre ich hier diese blöden Bewohner, die regen einen echt auf. Und den Sprung werde ich never ever schaffen. Jedenfalls, Boateng, ja. Wird er wechseln oder nicht? Ich denke es. Hi. Schutz 3. Gibst du mir irgendwas mit Schutz 3? Break Room? Alles klar, ich lasse euch hier mal alleine. Warum sind hier nur Bibliothekare? Machen die... Okay. Okay, Tür hätte ich auflassen können, egal. Ich denke, er wird wechseln. Kam ja von Man City. Hi. Und, Alter, ist das laut. Das ist echt laut. Wartet mal, Optionen. Musikgeräusche. Stimme. Freundliche Kreaturen. Er kam ja von Man City zu Bayern und war zu der Zeit damals oder auch noch bis vor ein paar Jahren ein sehr hervorragender, wenn nicht sogar der beste Innenverteidiger der Welt. Leider hat ihn sehr, sehr viel zurückgeworfen. Seine eigene Leistung, insgesamt auch die Bayern-Trainer, die ihn spielen gelassen haben, oder vielleicht doch nicht, spielen gelassen haben. Alter, ich will hier eigentlich echt schnell weg. Aber ich krieg diesen Sprung nicht hin, sorry. Diesen Sprung werde ich safe nicht hinbekommen. Deswegen mache ich das mal so. Muss ich dann hin? Und zack. Guck mal, und dann habe ich alles geschafft. Möchte ich nur ganz kurz sagen. So. Und naja. Die Frage ist, wird er wechseln? Ich glaube, trotzdem wird ein Verkauf sehr schwer. Aus dem ganz einfachen Grund, warte mal, ich glaube, das ist richtig, oder? Weil ich frage mich,
wer ist bereit, eine Ablösesumme für ihn zu bezahlen? Für mich kommen dann nur so zwei Clubs in Frage, wo ich mir auch vorstellen kann, dass er dahin wechseln wird. Ich hoffe, das ist hier richtig. Ah, okay, das war aber schlecht. Nämlich nur englische Clubs. Chelsea und Man U werden so die einzigen Clubs, wo ich mir vorstellen kann, da wechselt er hin. Schade, ich wollte es mal direkt so versuchen. Weiß aber nicht, ob das funktioniert. Aber ich möchte es nochmal versuchen. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Ich mach das doch lieber safe dann. Oh, das war aber schlecht. Ja, die Frage, also bei Menu könnte ich es mir eher vorstellen. Menu hat ja schon damals, glaube ich, so Interesse bekundet an Boateng und, deswegen sage ich mal, ist es nicht unwahrscheinlich. Guck mal, den Block kann man auslassen. Ja. Nice. Okay, was geschieht hier? Ja, die Frage ist halt, ist jemand bereit für Boateng eben solch eine hohe Ablösesumme zu bezahlen? Hä? Das Level verstehe ich hier gerade gar nicht. Ach so, oh lol. Lol. Okay. Wären da nicht die Steine so drumherum, wäre das einfach, aber so. Wie soll das gehen? Ah, so soll es gehen. Oh nein. Hört ihr das auch? Aber ich glaube, das sind die, wo wir eben waren. Naja, und ich muss auch zugeben, wie gesagt, Boateng, toller Innenverteidiger. Lange war er der beste Innenverteidiger der Welt. Aber, warte mal, ist das 1, 2, 4, das ist ein Fünfersprung. Oh. Nein. Leck mich am Arsch. Ernsthaft. Wow. Nein. Oh, Daniel, mach es doch safe. Tschüss. Ja. Ja. Die Frage ist auch, ob Bayern dann jemand anderen holen wird, denn mit dem Süle hat man einen sensationellen Innenverteidiger, mit dem Hummels ein gutes Innenverteidiger-Duo, wie ich finde, mit dem Pavard, oh lol, bin ich nicht gesprungen, holt man einen sehr, sehr guten jungen französischen Nationalspieler, warum komme ich jetzt da nicht mal rauf, warum komme ich da jetzt nicht mehr drauf? Dass ich dann da hinten zweimal verkackt habe. So. Sorry. Das wird mir zu albern. Dass ich diesen Sprung nicht irgendwie schaffe. Hä? Ach so, oh lol. Lol. Was denn? Hier bin ich jetzt gerade ein bisschen ratlos. Hm?
Das verstehe ich überhaupt nicht. Oh lol, hier sind Schneemänner. Und das war's dann auch. Das Level verstehe ich noch nicht. Das werde ich sonst nächste Folge herausfinden. Schreibt aber mal eure Meinung in die Kommentare. Wird Bordering wechseln? Ja oder nein? Ich glaube ja, wird aber schwer ihn zu verkaufen. Das ist so das Ding. Man wird sehen, was die Zeit bringt. Ist ja eine lange Transferperiode. Wir sehen uns dann das nächste Mal hier wieder zu den Adventure Maps. Und bis dahin, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, Fußballfreunde. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.